eine neuere Funktion, die die Einsatzmöglichkeiten dieses Tools massiv erweitert, ist das Einbetten von Webinhalten. Ich öffne mal eine weitere Seite und über das Plus Media Import kannst du unter dem Reiter Maps nach einem bestimmten Ort suchen. Kannst hineinzoomen, du kannst hier einen Ort markieren, zum Beispiel mal in der Nähe des Eiffelturms, und mit Select wird diese Karte direkt schon eingefügt. Beim Betrachten kann man sich dann direkt auf dieser Karte herumbewegen. Über das Bearbeiten-Symbol kannst du da auch nachträglich noch die Position verändern. Ein weiteres Beispiel, wiederum über Media Import Embed. Da kannst du einen Einbettungscode einfügen. Der beginnt normalerweise mit iframe. Das sieht jetzt ein bisschen kompliziert aus, ist aber gar nicht so schlimm. Ich habe hier eine Learning App, wo die Namen von Sehenswürdigkeiten den entsprechenden Bildern zugeordnet werden müssen. Und hier haben wir genau diesen Code. Den kopiere ich und füge ihn hier ein. Und schon hast du das hier drin. Und es kann genutzt werden. Und als letztes, das funktioniert auch mit einem YouTube-Clip. Ich habe hier so einen Clip. Wenn du den Teilen-Befehl wählst, so hast du hier ebenfalls wieder Einbetten und auch hier kannst du diesen Code kopieren und über diesen Befehl Import Embed einfügen. Ja, du siehst, sehr einfach. Im Prinzip lassen sich beliebige Inhalte aus dem Web so in dein E-Book einfügen.